Hallo zusammen aus der Zentrale der RSCEFCCC Videomacherei. Also, eigentlich heißt es ja Ready to Fly Endurance Challenge. Eben, die RSCEFCCC ist die Ready to Fly Super Cool Endurance Flying Challenge Competition. Ja, ja, also Endurance heißt eigentlich ja Ausdauer. Championship. Es geht um Ausdauer. Genau, wer hat den längsten Flug? Natürlich. Also, wer fliegt am längsten, könnte man auch sagen. Ja. Es ist eigentlich ganz einfach, ihr könnt ein Formular ausdrucken, das ihr auf ready2fly.com findet. Ich habe das hier sogar. Schon zeige euch das mal. Ich halte es mal in die Kamera. Ja, das reicht. Wie bei einer Kochsendung ist das schon vorbereitet. Name, ich schreibe das hier hin. Ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel. Ihr solltet leserlich schreiben. Sehr wichtig. Genau, am liebsten schreibt ihr noch hin, welches Modell ihr verwendet habt. Ich nehme hier eine Rumplertaube. Ein sehr bekanntes Modell. Eigentlich nicht. Datum müsst ihr auch noch hinschreiben. Der Sinn dahinter ist, dass man sieht, dass das euer Flug ist, euer Video, euer Flugmodell. Und somit nehmt ihr schon an der Challenge teil. Genau, dann nehmt ihr dieses Blatt Papier und hält das in die Kamera, damit man kurz lesen kann, worum es geht. Und werdet ohne Schnitt oder Unterbruch mit dem Modell starten. Die Sherlock Holmes unter euch haben vielleicht gesehen, ich habe das Datum der 1.1.2015 hingeschrieben. Ihr seht, das Video kommt also aus der Zukunft. Wir zwei wissen schon, wer gewonnen hat. Genau. Wir werden es nicht verraten. Das sind die kleinen Details. Nachdem ihr gestartet seid, fliegt ihr. Ihr werdet das Ganze filmen, den ganzen Flug, ohne Unterbruch, ohne Schnitt. Das ist entscheidend. Ihr dürft auch am Videomaterial nachträglich nichts verändern. Also man würde sehen, wenn euer Modell in Zeitlupe fliegt. Das würden wir also merken. Wir sind nicht so doof, dass wir es nicht merken. Nicht so doof. Nicht ganz so doof, ganz zumindest. Doof. Vielleicht ein bisschen. Ja. Wichtig auch, es gibt viele Regeln, wie für jeder Wettbewerb. Ich habe ein Regelblatt, aber ich weiß nicht, wo es ist. Das Regelblatt könnt ihr auf readytofly.com auch herunterladen. Wird jetzt ein bisschen lange dauern, bis ich das gefunden habe. Jawohl. Genau. Es gibt verschiedene Kategorien, damit nicht alle in einen Topf geworfen werden. Wir haben die Propellerflugzeuge zum einen. Ihr könnt mit jedem Propellerflugzeug teilnehmen, mit dem ihr wollt. Sei es eine Cessna oder sei es eine Mustang, genau. Mini-Trainer, etwas Fantasiemodell, das muss nicht Scale was sein. Auch immer, genau. Was auch immer. Es gibt die Multicopter und Helikopter ist eine Kategorie. Das sagt er, da er etwas davon versteht und ich nicht. Ja, also es geht darum, ihr könnt wirklich machen, was ihr wollt. Ihr könnt so große Akkus reinhängen, wie ihr wollt und so weiter. Schlussendlich geht es darum, wer fliegt am längsten. Genau, also ihr seht das auf dem Bild hier. Okay. Was? Überall Akkus. Ihr dürft das machen, wie ihr wollt. Und wir haben als dritte Kategorie die Elektrojets. Also ihr könnt auch mit einem Jet teilnehmen. Ich würde jetzt vielleicht nicht einen Starfighter nehmen, vielleicht eher etwas mit einer größeren Flügelfläche. Ihr könnt die Modelle aufballastieren mit Akkus, wie ihr wollt. Oder ihr macht das Modell so leicht wie möglich, damit ihr einen möglichst geringen Stromverbrauch habt. Da könnt ihr wählen, wie ihr wollt. Die ganzen Videos werden wir dann auf YouTube und andere Videoplattformen, wie auch Facebook, hochladen. Die Resultate seht ihr laufend immer auf der Ready to Fly Eventseite. Auch in Facebook wird das gepostet. Wir werden die Rangliste immer mitführen mit den aktuellsten Einsendungen. Wir werden die Videos vorab prüfen. Ja. Das heißt, wir haben recht viel Arbeit vor uns. Ja. Was leider nicht geht, das sind Segler und Motorsegler. Das aus dem einfachen Grund, da die Videos viel zu lange dauern würden. Das sprengt unseren Rahmen. Da sind wir nicht, wenn wir 3 Stunden pro Video oder 4 Stunden lang das Video anschauen müssen, das wird ziemlich viel Arbeit, oder? Deshalb haben wir beschlossen, dass die Segler nicht teilnehmen können. Ihr wisst das selber, die Segelpiloten, wenn man da mit einer 6 Meter Alpina 3000 am Schäfser Joch oder so irgendwo mit viel Hangaufwind in der Luft ist, dauert das ewig. Was auch nicht geht, dass ihr auf einem Berg oben startet und im Tal unten landet, wäre ein bisschen uncool. Also Start und Landung am selben Ort, genau. Das ist das Wichtigste eigentlich. Könnt nicht aufs Matterhorn steigen und im Tal unten landen, 3 Tage also später. Geht, aber bringt euch nichts für die Video-Challenge. Ihr könnt eure Resultate immer wieder verbessern, also wenn ihr mal eine Stunde geflogen seid und merkt, es geht noch ein bisschen mehr, 1 Stunde 5, kein Problem, wir tragen das ein. Sendet einfach das neue Video ein und wir werden das nachführen. Ja. Es gibt auch was zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall, das sonst wäre es nicht so interessant und es wäre auch nicht die große... Ihr könnt diesen Flieger hier gewinnen. Nein, den können wir nicht gewinnen, also es gibt eigentlich 3 Hauptpreise, es gibt... für die Multicopter ein DJI Phantom RTF Set, also ein Komplettpaket. Obwohl, ihr habt eigentlich schon einen Multicopter, wenn ihr teilgenommen habt, aber mehr ist besser.
oder so. Ja, wenn ihr mit einem Jet teilgenommen habt, kriegt ihr als Hauptpreis wieder einen Jet, und zwar eine Jak 130. Und wenn ihr mit einem Propellerflieger teilgenommen habt, kriegt ihr auch einen Propellerflieger. Und das ist eine, was ist das überhaupt? Die P51 genau. Mustang mit Soundmodul, also wirklich ein sehr schönes Modell von Freewing. So ist das. Wir sind somit am Schluss des ersten RSCE FCCC Videos. Der Ready to Fly Endurance Challenge Videos. RSCE FCCC. Genau, wir sind hier am Schluss. Wir freuen uns auf unsere Videos. Wir werden übrigens selber auch dann im Laufe der Zeit mal teilnehmen. Natürlich außer Konkurrenz, aber wir möchten selber natürlich auch ausprobieren, was ist möglich. Genau, was wir machen könnten. Aber eben, das ist selbstverständlich außer Konkurrenz. Deshalb wartet auf das gute Wetter, baut euer Flieger und lasst euch Zeit. Genau, denn viel Zeit ist gut. Viel Zeit ist gut. Je länger, desto besser. Also. Wir wünschen viel Spaß. Wir sehen uns. Macht's gut.